So Leute, ich melde mich hier gerade aus Universal Studios. Wir sind hier heute mal vorbeigekommen. Ich will jetzt keine große Reportage machen, einfach nur ein kleines Update. Wenn irgendwas Cooles zu berichten gibt, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Es ist auf jeden Fall randvoll. Überall sind Leute. Das Einzige ist, die haben Masken auf, aber ansonsten gibt es keine richtigen Abstandsregelungen. Zumindest scheint sich da keiner dran zu halten. Außer bei der Toilette. Da kann man immer nur jedes zweite Urinal benutzen. Also, mal gucken, was sonst noch abgeht, Leute. Hand sanitizer will also be available at the exit of this attraction. Please do not remove your face covering while you're there. Oh, Leute, übertrieben. Mal sehen, wer das wird. Jetzt kommt der Bootbatsch. Boah, Leute, ich muss immer die Kamera zwischendurch ausmachen, weil man wird einfach, das Handy muss geschützt werden. Oh. Sascha? War gut? No. Oh, Leute. Wuhu. Komplett nass. Leute, ich habe mir gerade was zu essen bestellt. Die Brutus Burger. Und jetzt geht es auf jeden Fall nochmal in die Wasser. Wie sagt man, Wasserrutsche? Wasserbahn? Wasserbahn. Richtig komplett nass geworden, ist so schön warm. Macht auf jeden Fall Spaß. Und noch eine Runde. There's nothing happening here. Oh man, we're gonna do really, really well. Yeah.
ich habe gerade King Kong gesehen, da müssen wir auf jeden Fall gleich noch zur King Kong Bahn. Und jetzt auch noch ein neuer Ride, der hier. Der hat schon auf, obwohl der Sommer steht. Jetzt noch nicht auf? Noch nicht auf. Sascha und ich werden jetzt erstmal richtig schön essen, wenn man das überhaupt schönes Essen nennen kann. In dem Park ist es ja immer hier sehr teuer, egal wo, Disneyland, Orlando oder so. Und meistens auch keines gesundes Qualitätsessen. Deswegen mal gucken. Ich habe jetzt Spare Ribs bestellt. Was hast du dir geholt, Sascha? Salad with, like, coconut on the side. Okay. Jedenfalls, wir waren jetzt gerade in dem neuen Ride von Harry Potter. Man darf hier nirgendwo filmen, die wollen dann überall das Handy wegnehmen und die sagen nicht filmen, nicht filmen, nicht filmen und sowas. Also ich bin ja nicht auf Undercover, aber es ist halt nicht möglich, diese Attraktion so gut zu filmen. Aber der neue Ride von Harry Potter, wie heißt der nochmal, Sasch? Na? Der neue Ride, den wir gerade... Hadrix. Hadrix Motorcycle oder so. Also da sitzt man auf so einem Mofa mit Beifahrersitz. Ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr cool. Ein paar Überraschungen sind auch dabei, kann ich nur empfehlen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist King Kong, ne? Ja. Nach dem Essen geht es dann weiter mit King Kong. Mal sehen, ob ich da noch was filmen kann. Weil ehrlich gesagt, in der Wasserbahn habe ich versucht zu filmen. Da haben die über die Lautsprecher gesagt, nehmen Sie das Telefon weg. Hören Sie auf zu filmen. To you? Ja, hast du dich gehört? Über Lautsprecher, Sascha, haben sie es gesagt. Ich habe jetzt die Rippchen für $18 und den Drink für 4. Sascha hat den, was hast du genommen? Irgendwie sowas, ich will den Namen jetzt nicht. Also ich muss sagen, meine Rippchen schmecken echt gut, kann man essen. Weißt du noch, wie sie diesen, weißt du noch, wie sie diesen Platz hier nennen? Ich zeige das gleich von draußen, aber das ist hier eine Harry Potter Welt. Mal totale Änderungsmeinung. Ich bin total verwirrt, weil bei Universal habe ich noch nie was Gutes gegessen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, das waren die besten Rips, die wir je hatten, ne? Ich bin baff, das sind echt super Ribs hier, also wirklich gut. Ich sage euch gleich, wie das Restaurant heißt. Leute, da ist Skull Island. Das ist meine persönliche Haupterwartung heute. Das Ding sieht schon mal richtig heftig aus. Dreht durch. Guckt euch die Berge an. Das sieht von hier so richtig aus, als ob das wirklich so Himalaya-mäßig Skull Island. Ich drehe jetzt schon richtig durch. Let's go.
on route with the replacements and supplies for Team 2? What is yeah, man, like, on the way. Is he really driving? What do we need a goggles for? Hey, you speak the language. You ever get the feeling you were being watched? This would be a good time to get those goggles on. Keep your mouth shut. Maybe that was a con. Don't look so mighty now. Crazy Leute, crazy. Absolut crazy, Digga. Holy cow! Oh, hier ist King Kong. Nobody can! Okay, panic! He wants us out of here!
Wir müssen leider jetzt alles wegschließen. Wir sind jetzt bei Harry Potter. Auf jeden Fall ist das richtig, richtig cool gewesen. Wenn ihr King Kong die Fahrt macht, geht auf jeden Fall auf die rechte Seite, weil dann könnt ihr Kong genau in die Augen gucken. Also jetzt erstmal Harry Potter, bis gleich. Tag 2, Leute, Tag 2. Ist übertrieben voll. Wir sind extra nicht am Wochenende gegangen, weil wir dachten, es wird nicht so voll. Aber das war nichts. Es ist trotzdem voll. Ja, Leute, so sieht's aus. Wir sind jetzt in dem ersten Universal Park, Universal Studios. Gestern waren wir Island of Adventures. Und jetzt werden wir erstmal Rollercoaster fahren.
haben wir gerade die Mumie durchgezogen. War echt gut, kann man nicht meckern, ein bisschen kurz. Aber sonst richtig, richtig cool. Auch mit Feuereffekten und sowas kann man echt nicht meckern. Bei dem einen Ride haben die uns richtig vorgeführt. Da haben wir nämlich eine Stunde gewartet. Das ist bei der Hauptachterbahn, diese rote, die so richtig hoch geht und sowas. Also die sieht man sofort. Rip Red Ride Hollywood heißt sie. Und dann haben wir da über eine Stunde oder so gewartet. Und im Endeffekt haben die dann gesagt, jemand hat sich verletzt. Die fährt nicht. Und dann sind wir einfach wieder abgehauen. Und kurz danach haben die wieder angefangen zu fahren. Und dann sind wir wieder hingegangen. Dann meinten die, nee, ihr müsst wieder von vorne warten. Vorne. Ja. Das ist nicht so cool. Und jetzt haben wir irgendwie eine Reservierung für New York. Keine Ahnung, was das ist. Mal checken. Also es geht weiter vor und halt. I shall rule for all eternity. Thank you.